Moin meine Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Meister Amokar. Und heute geht es mal nicht direkt um das Auto bauen, sondern eher um das Auto einstellen und noch so ein paar nützliche Tools, die es da dazu gibt. Zum einen gibt es das da hier, diese Vergaseranzeige, also halt diese Luft-Benzin-Gemischanzeige. Die hilft uns später zum Vergaser einstellen. Die bestellen wir uns einmal. Dann gibt es hier eine Anzeige, wo man die Batteriespannung, dann das Kühlwasser, wie viel Kühlwasser man drin hat, sich anzeigen lassen kann, und den Öldruck, die bestellen wir uns auch mit. Und was wir uns auch mit bestellen, ist dieses Ratschen-Set, weil damit lassen sich nämlich die Schrauben bedeutend schneller anziehen als mit diesem Werkzeugkasten, den wir haben. Den hätte ich mir vielleicht auch schon mal eher zulegen können, aber besser später als nie. Und das bestellen wir uns jetzt, und dann haben wir hier diesen schönen Brief, und den fahren wir jetzt in die Stadt. Dazu nehmen wir uns irgendein Auto unserer Wahl. Schrauben sie hier vergessen. Das Auto, das schon ich noch ein bisschen. Demzufolge fahre ich erstmal mit der Schrottkarre hier noch rum. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der Stadt wieder. So, Freunde und Nicht-Freunde. Bin endlich in der Stadt angekommen. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Man hält hier an, nimmt sich diesen Brief und steckt den hier rein. So, zack, hier rein. Fallen lassen. So, Brief ist drin. Laden ist noch zu, weil der Typ schon da ist. Auch nicht schlecht. Ich bin halt etwas früh dran, muss ich sagen. Dort fährt gerade der Bus. Oh, sieht schön aus. Ne? Und Helmut hinten drin. ja. Und im Endeffekt, das Einzige, was wir machen können, nach Hause fahren und warten, bis die Teile da sind. So. Und mittlerweile schon 5 Ingame-Tage später. Der Typ hat nicht angerufen. Aber die Teile liegen nun schon seit mindestens 2 Ingame-Tagen hier. Die sind im Endeffekt so, dass hier liegt halt einfach dieser Scheck. Muss man bezahlen. Das ist meine Tankrechnung, die bezahle ich auch gleich. Und dann liegen hier diese 3 Pakete, die wir halt bestellt haben. Und die nehmen wir jetzt mit nach Hause. Was ich sage, wir sehen uns gleich zu Hause wieder. So, wir sind nun hier zu Hause angekommen. Wir haben mittlerweile jetzt den nächsten Ingame-Tag. Und wir haben jetzt hier alles schon ausgepackt, hingesetzt. Und das können wir nämlich hier gleich uns diesen Ratschenkasten hier nehmen. Den hier hinstellen. Das drücken wir ganz normal, wie beim Werkzeugkasten auch. Da ist der 2. Werkstatt muss. Nehmen wir uns hier die Nuss der Größe 8. Und dann nehme ich hier ganz fix mit Mausrad hin und her. Nämlich die Batterie abklemmen, weil die müssen wir nämlich abklemmen, weil wir die Zusatzanzeige nämlich noch verkabeln müssen. So, im Endeffekt eine ganz einfache Geschichte, die setzen wir uns jetzt einfach so hierher, zack. Müssen wir die andere noch suchen, die ist hier. Die setzen wir einmal hier hin, zack. Jetzt nehmen wir uns die Kabelrolle. Und verbinden den ganzen Spaß dementsprechend. Indem wir hier dieses Häkchen machen, dann gehen wir hier hinter. Suchen und müssen hier an diesen Stecker da dran. Das muss hier entsprechend hin. So, zack, verbunden. Den Utlai verbunden. Wie man sieht, hängen die jetzt hier alle 3 hier an diesem Stecker dran. Der Stecker ist jetzt auch voll. Also kann die Kabelrolle dementsprechend wieder zurück ins Regal. Weil es kann nämlich sein, dass wir die dann später, wenn wir den Motor mal wieder ausbauen müssen oder was, wenn wir einen Schaden haben, brauchen wir die nämlich wieder. Und wenn die nämlich weg ist, ne, die ist nur relativ klein und so, die übersieht man halt mal schnell. So, jetzt nehmen wir uns, ne, dann Achter Dinge haben wir noch in der Hand. Schrauben wir das wieder fest. Das auch noch. So, jetzt machen wir mal an. So, wie man sieht, ist er halt noch kalt. Vergaser einstellen macht man erst, wenn er warm ist. Weil kalt bringt das nichts, weil der Wert geht dann halt noch runter, wenn er warm ist. So wie man sieht, Batteriespannung, ja okay, geht so, Kühlwasser muss halt auch noch
muss halt nur noch dementsprechend warm werden. Öldruck, okay, könnte ein bisschen mehr sein. Ja, nervt jetzt hier schon wieder. Ja, wir kriegen jetzt ja diese ganzen Gülleaufträge, aber dazu mache ich nochmal ein extra Video, das ist jetzt nicht relevant. Mich wundert das bloß, dass wir diese Aufträge jetzt schon bekommen, weil die müssten wir, oder die dürften wir eigentlich erst bekommen, wenn wir einen LKW haben. Und wir haben bis jetzt noch keinen LKW und keinen Mann und gar nichts. Also, ist ein bisschen seltsam, aber naja, gut. Ist ja nicht unsere Sache, das zu hinterfragen. So, jetzt hört man, wenn man hier rein hört, hört man hier so klicken. Das kommt hier von dieser Elektrik. Da gibt es auch einen ganz einfachen Trick. Man nimmt einfach den Schraubenzieher. Schraubt das Teil etwas locker und dann kann man das dementsprechend hier drehen, bis es nicht mehr auf, bis es aufhört zu quietschen. Dann wieder festschrauben und dann passt das nämlich auch schon. So, dann müssen wir noch die Spur einstellen. Ventile einstellen machen wir jetzt nie, weil das geht so weit und solange wie die Ventile nie klickern, ist das auch nicht weiter schlimm. Das kann man auch in der Werkstatt machen lassen. Man kann theoretisch alles in der Werkstatt einstellen lassen, aber ein bisschen selber einstellen will ich halt auch schon. Oder euch das mal zeigen, dass nicht zum Beispiel Spur einstellen oder so. Dazu brauchen wir jetzt nie in der Werkstatt fahren, um das einigermaßen einzustellen, dass das Auto einigermaßen gerade fährt. So, also machen wir Haube zu. Dann die 14er Nuss, die passt nicht drauf, also wir müssen jetzt wirklich den aus dem Werkzeugkasten nehmen, der hier drin ist, ja. Ne, wie man sieht, das passt ja nämlich nicht drauf, weil das ja eine Leitung ist. Was geht das trotzdem? Ne, geht nicht. Okay, das hätte mich auch gewundert. Das kann nämlich ja gar nicht gehen, weil das ja hier eine Leitung ist. Da passt dieser diese Nuss ja gar nicht drauf, ne? Und so ist das nämlich auch bei der Bremsleitung. Mensch, sei doch mal ruhig. So, jetzt ziehen wir es raus. Ja, also brauchen wir 14er Schlüssel. Nehmen wir uns mal fix hier raus. 14, 14, 14, da. Und jetzt müssen wir halt so ein bisschen gucken hier. Das Rad, das steht etwas nach rechts, könnte aber schon fast passen. Das Rad steht etwas nach links, also das drehen wir jetzt mal ein Stück zurück. Weil ich habe gemerkt, dass das unser Auto, oder mein Auto in dem Fall, relativ hart nach links zieht. So, und dann muss man halt einfach losfahren und testen. So, quasi gibt es einen ganz einfachen Trick, das zu testen. Setzen wir uns hier hin. Legen Gang ein. Fahren ein Stück los. Fahren am besten hier hinter, weil hier eine gerade Straße ist. Da lässt sich das am besten messen. So, jetzt drehen wir hier einmal rum. Ohne in den Graben einzusetzen. Na, haben wir gut hingekriegt. So, jetzt fahren wir hier auf die Straße drauf und lenken gerade. Wir sind so jetzt etwas schief drauf gefahren, aber trotzdem hat man es gesehen, dass das Auto trotzdem noch etwas nach links zieht. Das heißt, wir müssen die Räder weiter nach rechts stellen. Ja, also das ist ein bisschen Feinmotorik gefragt. Ach, das Rad hier, das passt. Obwohl, das könnte sogar auch noch erleben. Ja, das könnte noch erleben. Ein bisschen nach rechts. Ne, da drehen wir es nach links. Ja, schon noch ein bisschen nach rechts stellen. So. Jetzt kommen wir hier hinter bei der Holzstrecke. Das ist eine relativ gerade Strecke. Ne, man sieht es halt in diesen Kurven nicht so besonders gut, wie das Auto nun halt nun fährt, also ob es nun, wo es nun hinlenkt. Ich muss ja nur sagen, ich habe noch nie das Problem, wie jetzt zum Beispiel Tastaturgame oder so, dass ich ja mein Lenkrad habe, das G29 in dem Falle. Das lenkt ja von alleine nicht zurück. Ne, wenn ich jetzt hier so ein paar Millimeter so nach rechts lenke und das jetzt loslasse, genauso wie das Lenkrad jetzt hier steht, steht ja mein Lenkrad auch. Das heißt, wenn das Auto bis jetzt nach links oder rechts zieht, kann ich das mit meinem Lenkrad quasi immer ausgleichen. Also stört mich das jetzt nicht so, wie jetzt zum Beispiel ein Tastaturgänger, bei dem das Auto ja, wenn er die Tasten loslässt, komplett gerade fährt. Ja. So, jetzt ist unser Auto auch warm geworden. Und wie wir sehen, haben wir jetzt so eine Vergasereinstellung von, ja, 11.3.
11,3 quasi, circa. Und das ist zu niedrig. Dazu nehmen wir uns hier nämlich jetzt den Schraubenzieher. Suchen jetzt hier am Vergaser die Schraube. Wenn wir sie finden würden, da. Ja, da. Na, wo war sie denn? Ja. Jetzt drehen wir das Mausrad von uns weg, also quasi nach oben drehen. Kann man schon mal so ein paar Umdrehungen machen. Und dann muss man halt zwischendurch immer wieder auf die Anzeige gucken. Wir haben jetzt 12,8, aber geht noch ein bisschen was. Na? Komm her. So, was haben wir jetzt? Was haben wir? 14,2, so 14,2, 14,5. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Das kann man so lassen. Also man kann so alles probieren zwischen 13 und 15 so. Das muss man ein bisschen für sich selber rausfinden. Ne, der eine, der sagt, ich will es ein bisschen mehr haben, der andere sagt, ich will es ein bisschen weniger haben. Muss man dementsprechend testen. Ja, man merkt aber, er zieht halt jetzt schon besser wie vorhin, ne? Vor uns hat man das ein bisschen gemerkt, hier vorne da. Wenn man von der Kupplung runter ist, da waren wir so kurz vorm Abwürgen. Und jetzt, wo der Vergaser ein bisschen höher gedreht ist, zieht er halt schon dementsprechend besser. Ich muss sagen, der zieht nicht mal schlecht. Also dafür, dass es halt ein Standardauto ist, geht er so gesehen relativ gut. Ich muss auch nochmal sagen, Entschuldigung, dass jetzt die letzten Tage kein Video kam, aber ich habe es echt jetzt nicht geschafft, dieses Video hier irgendwie noch fertigzustellen, weil ich halt noch private Sachen zu klären hatte, dann auf Discord auch noch so einige Sachen mit einigen Leuten zu klären hatte. Und wenn man dann so geschafft ist, quasi vom Tag einfach mit den Kräften am Ende ist, dann hat man einfach nie die Motivation, sich hier hinzusetzen und ein Video aufzunehmen. Ja, und wenn ich jetzt hier so lustlos so ein Video hier hinsetze, kommt das halt auch nicht wirklich gut an. Also habe ich zumindest den Eindruck. Wenn ich das jetzt so irgendwie so mache, ja, ihr habt das Video so nach dem Motto, ist das irgendwie blöd. Und damit bin ich auch selbst nicht zufrieden. Ja, das ist nochmal so als kurze Statusmeldung. Wie gesagt, Auto haben wir jetzt eingestellt. Wie wir sehen, läuft es ja nicht mal schlecht. Und damit verabschiede ich mich in dem Video. Könnt ihr gerne mal ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da lassen. Also konstruktive Kritik ist immer erwünscht. Und könnt ihr hier noch, ne? Wie gesagt, so Däumchen hier da lassen. Natürlich nicht so ein Krüppeldaum hier, also bitte schon den auf YouTube. Und damit sage ich, meine Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.